und Moment. So, ja, willkommen zum 37. Let's Play Teil zu dem OMSI Bus Simulator 2011. Wir sind auf der Map Wolfstal. Die habe ich noch gar nicht gezeigt, weil irgendwie sind hier nie Fahrgäste. Das ist ein Problem. Eben deswegen werde ich hier euch nicht zeigen. So, das Problem ist gelöst. Ja, der RNNL 202, mein Lieblingsbus, mein neuer Lieblingsbus. Hier ist das Cockpit, das sieht auch sehr schön aus. Bedienelemente sind halt hier, ne? Alles hier schön angeordnet. Der Innenraum, der ist auch wunderschön. Hier Stoppknöpfe. Kann ich draufdrücken, aber funktioniert ja noch nicht, weil ich habe noch die Elektrik aus. Aber jetzt kann ich draufdrücken und mach mal kurz die hintere Tür auf. Es gibt viele Repaints für den Bus. Das finde ich auch schon mal sehr gut. Der Bus macht eine gute Figur. Der sieht echt schön aus. So, ich öffne das mal. Man kann das hier öffnen. Also ich habe jetzt gerade auf die Bremse gedrückt, falls ich jetzt mal fragen sollte, warum jetzt das Ding da hinten aufleuchtet. Und mit dem Winter Repaint übrigens. Ja. Das kann man hier alles schon aufmachen. Hier auch noch die Luken, die Dachluken. Und jetzt betrachten wir mal hier den Motor hinten. Und ich werfe mal jetzt die Kiste an. Ja, man sieht, dass sich das Ding bewegt. Hier mal ein bisschen mehr Gas. Man sieht, dass sich hier das dann alles ein bisschen schneller dreht. Also wie gesagt, da hat sich der Autor richtig Mühe gegeben, um das Ganze hier ein bisschen schöner aussehen zu lassen. Klappe zu und losfahren. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich langfahren soll. Ich fahre jetzt einfach mal hier quer durch Wolfstal. Der Sound ist übrigens auch hammergeil. Sprachansagen müsste enthalten sein, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das sieht ganz so aus wegen hier Ding. Da vorne wegen hier Ding. Ist auch eine Erklärung. Ja. Auf jeden Fall muss ich sagen, der Bus, der ist auf jeden Fall ein Download wert. Dem müsste es im OMSI-Forum geben. Ich bin mir nicht sicher, müsst ihr gucken. Ich habe einen Link geschickt bekommen. Also daher, und ich habe den sehr wahrscheinlich auch nicht mehr, because das ist schon zu lange her und zu alte Nachrichten, die verstecken sich ja irgendwie mitten im Getaumel und irgendwie verstecken sich dann da so und lassen sich nicht mehr finden. Was mache ich denn hier gerade? Naja, war ein kleiner Fehler von mir. Auf jeden Fall der Bus. Ah, Mann, ich möchte was zeigen und jetzt bin ich ja gerade mit auf der Piste. Mist. Zeige ich mal kurz hier. Ich bin gerade ein bisschen anders drauf, als ihr jetzt gerade denkt. Sagt mir hier ist keine Haltestelle. So ist mir jetzt egal. Und zwar, wenn wir die Haltestellenbremse reinmachen, dann passiert nichts. Da kann man die Türen aufmachen. Wunderschön. Aber ich mache den mal raus. Wir können hier einen Knopf drücken. Den hier. Das ist der Busabsenkeknopf. Wenn wir den aktiviert haben, dann bockt sich der Bus ab, wenn wir die Haltestellenbremse aktivieren. Man sieht, der kann sich ganz schön gut abknielen hier. Das geht richtig tief runter und wenn ich jetzt die Haltestellenbremse wieder löse, dann bockt sich das gute Gefährt wieder auf. Dauert zwar mal ein bisschen, aber egal. Auf jeden Fall ist das hier das beste Knielengefährt hier, was jetzt das Knielen betrifft. Das lässt sich hier, sag ich mal, einfach am besten knielen, weil der sich am meisten hier absenken lässt, der Bus. Ich will hoffen, das reicht für euch als Erklärung. Aber ihr könnt das ja natürlich auch selbst testen. Der Bus ist auf jeden Fall hammergeil. Also ich kann euch nur empfehlen, den zu downloaden. Von außen sieht der hammergeil aus. Von innen drin ist der auch wunderschön mit dem Abknillen. Das ist wunderschön. Hier die Scheiben, die funktionieren auch. Da kommt auch hier Wasser bzw. einfach Tropfen drauf. Das ist ja sonst bei anderen Bussen manchmal nicht der Fall, dass man Regen auf der Scheibe sieht. Also die ganzen Tropfen. Also wie gesagt, der Bus ist einfach hammergeil. Und, ach ja, wo ich hier gerade gucke. Das lasst mich mal kurz erklären.
Und zwar hier oben kann man alles für die Heizung einstellen. Einmal hier, wie warm das sein soll. Hier einmal volle Pulle hier. Und dann, wie stark das einfach blasen soll. Und hier noch alles hier mit allem drum und dran. Und hier noch die Blasstärke. Und hier noch alles Mögliche. Also wie gesagt, lässt sich viel besser bedienen hier. Viel ausführlicher, viel genauer als in anderen Bussen. Da hat sich der Autor hier richtig Mühe gegeben. Das sieht man einfach. Bitte während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen. Ja. Beide Rückspiegel funktionieren. Ich mache die hintere Tür auf. Ihr seht auf beiden, dass da sich was bewegt. So checke ich immer, ob die Spiegel da funktionieren. Und ich finde es mal. Der Bus ist kein Rennbus. Und jetzt schaut euch mal diese gewaltigen Berge hier an. Das ist, ja, kaum zu glauben, aber es ist halt so auf der Map. Und sehr wahrscheinlich werde ich die Map Mengen zeigen, ne? Hi Airbus 2257. Ja, sehr wahrscheinlich. Und zwar sehr wahrscheinlich vier Linien. Und wenn es drei sind, dann nicht aufregen, dann ist es so. Ich muss es mal gucken. Ich muss noch gucken, wie ich das verplane, weil wenn der Citaro rauskommt, dann zeige ich den auch noch und dann brauche ich noch mindestens ein Reservevideo dafür. Also ein Video muss frei bleiben, damit, wenn Citaro, wenn er rauskommt. Also wenn jemand weiß, wann er ungefähr rauskommt, könnte der das gerne hier schreiben, dann könnte ich das nämlich besser planen. Wollte ich mal so loswerden. Der Sound, der klingt sehr schön. Ja. Also ich bin schon lange kein NL202 mehr gefahren. Mit dem ich mal immer gefahren bin täglich, der wurde leider jetzt ausgemustert. Und jetzt wird dann O405er. Naja, auf jeden Fall kann ich mich kaum noch an den erinnern. Schade eigentlich, aber wie gesagt, ja. Ach, wisst ihr was? Wir haben hier gerade, das mache ich mal hier ein bisschen, stelle ich mal ein bisschen ein. So, blase ich mal hier auf Stufe 1. Oder, ach so, okay, hoch. Oder mal ganz kurz, ich blase mal kurz ein bisschen stärker. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Ach, das hat mich gerade ein bisschen gestört. Das ist nämlich immer ein bisschen sehr laut. Ja. Und sehr wahrscheinlich werden wir auf... Ach übrigens, im nächsten Part kommt der Solaris Urbino 18 oder wie der auch immer heißen soll. Und ich werde den Bus sehr wahrscheinlich auch noch auf einer anderen Map mal fahren, damit wir nicht so die SD-Busse immer sehen. Da muss ein bisschen Abwechslung rein, das merkt man einfach. Und ich mache mal hier kurz volle Moppe, Moment. Es reicht schon und plötzlich ist es wieder so leise auf dem Headset. Das ist ja kaum zu glauben. Ja, ich habe hier schon die Route geplant. Irgendwas klingt ja so knisternd. Ach, das ist das Heizungsding. Ach so, ja. Moment mal. Und zwar, ich hätte natürlich jetzt auch noch auf der Map Berlin Spandau fahren können. Also wie im letzten Part. Wie in dem davorigen Part, sag ich lieber. Aber ich dachte, damit es, sag ich mal, ein bisschen unterschiedlicher wirkt, beziehungsweise damit hier einfach mehr Abwechslung reinkommt, dachte ich mir, komm, was spricht dagegen, dass du mal die Map nimmst? Die wirst du ja sowieso nicht zeigen, also kannst du die mal für so ein Bus-Review nehmen. Bevor wir den Bus hier zurücklassen, mache ich mal ein bisschen... Ja, was ist das denn? Moment, ich schmeiß mal kurz die Heizung an und sag nichts, ist zu laut.
Ja, okay, jetzt kann ich hier draußen was sagen. Die Ampeln sind ja auf jeden Fall mega doof. Beziehungsweise, das gibt es ja auch in echt, nur ich mag es einfach nicht, wenn die jetzt, sag ich mal, wenn da jetzt mal drei Autos rüberkommen und dann das wird ganz so staut. Und ich mache das Video auch kurz, ich mache es nicht so lang. Weil das hat den Grund, ein längeres Video braucht dreimal so lang zum Rendern. Oder je nachdem, wie lang es ist, noch mehr. Dann braucht es fast einen ganzen Tag, um hochzuladen. Das heißt, wenn es da mal, sag ich mal, förmlich abkackt, dann wäre das ganz schön ärgerlich. Wenn es dann irgendwie schon, ich weiß nicht, wie viele Stunden am Hochladen war. Ach man, jetzt nervt die Heizung. Ja, ach, ich fahre mal jetzt einfach so. Und ach, da kann ich auch gleich ein bisschen hier härter machen. Und eben deswegen ist das halt so, warum ich die Videos gerne kurz behalte. Kurz behalte. Meine Fresse hier. Ach, Wissa, so, ich fahre jetzt einfach mal hier in einem Bogen rum und habe auch schon einen idealen Parkplatz für uns gefunden. Wie warm ist es denn hier drin? Naja, ist immer noch sehr kalt. 17,8 Grad, da friere ich ja hier selbst schon bei der Aufnahme, wenn ich allein die Zahl höre. So, und ich möchte euch ja auch nur einen Gefallen tun, dass ihr euch dieses Gebrösel da, was hier unsere Heizung von sich gibt, einfach, ich möchte euch einfach davor verschonen, weil wollt ihr so eine Lautstärke die ganze Zeit hören? Also ich glaube eher nicht. Ja, das war's auch schon von dem Zettel rumdrehen, gucken, welcher Part. Vom 37. Part, ja, ich habe euch mal einen neuen Bus gezeigt. Den NL202 von MAN. Ein wunderschöner Bus. Es lohnt sich auf jeden Fall, den zu downloaden. Wir sehen uns dann im nächsten Part mit dem Solaris Urbino 18 Gelenkbus. Freut euch schon mal auf den Gelenkbus. Eine neue Dimension. Der Bus auch gar nicht so schlecht, kann ich jetzt sagen. Und mehr verrate ich nicht. Bis zum nächsten Part. Auf Wiedersehen.